Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Test von Littlewood. Einem Spiel, das sehr an Stardew Valley und Harvest Moon und ähnliche Spiele erinnert, nur halt in noch kleiner und noch pixeliger. und da möchte ich jetzt mit euch mal blind reinschauen, nachdem mir ein Zuschauer das netterweise geschenkt hat. Okay. Die Steuerung ist momentan noch per Maus. Okay. Create. Hero. Ach, wegen dem Stirnband, ja, nee. Ah, Short. So. Ja, bei so wenig Pixeln ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Peasant Mustard Neon. Die Farbe ist okay. Personality, Curious. Ich hatte keine Option gefunden, die Sprache umzuändern. Sassy. Ash. Finish. Und Ash ist gender neutral. Das kann beides sein. Falls es jetzt doch ein Männchen geworden ist. Überall Kisten. Okay, WASD. Confirm ist Spacebar. Abbrechen ist Steuerung. Montag, erster Tag des Frühlings. Ash, du bist wach. Ich habe mich so sehr um dich gesorgt. Du hast für 3 Tage geschlafen. Die ganzen Städte aus Solemn sind endlich wieder dabei, neu aufgebaut zu werden. Ha? Du erinnerst dich an gar nichts? Komm schon, sei nicht albern. Du, der Held von Solemn, hast die Welt gerettet, indem du den dunklen Zauberer Was zur Hölle machst du da unten? indem du den dunklen Zauberer besiegt hast. Du kannst dich echt nicht erinnern, ha? Das bedeutet, du erinnerst dich wahrscheinlich auch nicht an mich. Schon gut. Wir werden bald wieder normal sein. Nun, erste Dinge zuerst. Wir müssen die Stadt wieder aufbauen. Ich plündere erstmal. 80 Holzplatten. 80 Plain Brick. Also, wir sind ein Held, haben die Welt gerettet und müssen jetzt eine Stadt wieder aufbauen. Da könnten wir wahrscheinlich angeln. Ist das unser Briefkasten? Ja. Also wahrscheinlich ist der da, weil wir das Ganze erweitern können später. Was bist du? Heute ist Montag der 1. Am 11. ist Farmertag. Wir haben keine Ahnung, wir haben gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie diese Stadt heißt. Willst du mich verarschen? Wie wäre es, wenn wir ihr einen neuen Namen geben? Das ist sehr komisch hier. Was denkst du davon? Okay, Littlewood, nein. Das ist... Ash... Town. Called Ash Town. Hey, ist das Dalton da drüben? Er hat meinen Brief bekommen, jetzt haben wir mehr Hilfe, um Ashtown wieder aufzubauen. Oh, und ich habe beinahe vergessen. Sind wir die einzigen Bewohner von Ashtown bisher? Das ist ein sehr kleines Dorf. Oh, und ich habe es beinahe vergessen. Hier ist eine Blaupause für ein Haus. Du solltest es gleich bauen. Mein Haus. In wessen Haus sind wir gerade aufgewacht? In ihrem Haus? Ich glaube, wir hatten mal was mit der. Bauen. Objects. Willows Haus. Mein Haus. Also unser Briefkasten steht da. Sie ist ein bisschen komisch.
Nee, komm, unser Haus gehört auf den Hügel. Bürgermeisterhaus und so, ne? Coolie. Können wir jetzt auch einfach so ihr Haus verschieben? Aha. Build Mode. Move. Oh, ich habe da gerade Erde aufgehoben. Tilt Soil. Haben wir null. Nee, ich kann das da wieder nicht hinbauen. Das wollte ich aber alles gar nicht. Ich wollte eigentlich Elevate Move und jetzt da, wo der Cursor hin ist. Jetzt nehmen wir mal ihr Haus und stellen das mal woanders hin. Also wir haben anscheinend volle Kontrolle über dieses Dorf und alle Leute, die hier wohnen. Oder sie fängt gleich an zu schreien. Nö, okay. Ich habe dein Haus umgestellt. Das haben wir alle schon gelootet. Kannst ruhig die Kisten nehmen, ja. Sobald du dein Haus gebaut hast, gehen wir rein. Ich will nicht, dass du in mein Haus reingehst. Das ist ziemlich leer. Dieses Haus ist perfekt für einen großen Helden wie dich. Aber es ist ein bisschen leer. Du solltest ein Bett bauen. Nicht während du hier drin bist. Geh weg! Kann man noch Sachen abbauen? Ah ja. Weeds. Wir haben noch kein Werkzeug. Sie bleibt jetzt so lange im Haus, bis wir das Bett gebaut haben, hm? Also es ist wohl primär für Controller gedacht. Weil man mit der Maus halt nicht so viel machen kann. Komm, tu mal mit. Leertaste, nicht eh. Flop. Okay. Und wie baue ich? Bett. Zwei Holzplanken. Ein Bett. Zufrieden? Kannst jetzt gehen? Morgen sollten wir Bäume fällen und Erz sammeln. Dalton sagt, er könnte uns ein paar Werkzeuge herstellen. Elisa Dalton, den hatte sie eben gerade schon erwähnt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Bist du Dalton? Uah, die Gerüchte sind also wahr. Es bist wirklich du. Ash, der Retter des Dunklen, der uns vor dem dunklen Wizard gerettet hat, lebt immer noch. Was? Du kannst dich nicht an mich erinnern? Aber wir haben so viele Quests zusammen gemacht. Vielleicht hat der dunkle Zauberer deine Erinnerungen weggezaubert. Nun, wie dem auch sei. Es ist Zeit für Feierlichkeiten. Ich habe entschlossen, in die Stadt zu ziehen. Hoffentlich kannst du dich an alle unsere lustigen Scherze erinnern, die wir in unseren vorherigen Abenteuern hatten. Dort aus. Okay. Dortons Haus. Du kannst mal hier hin. Können wir hinter dem Haus lang gehen? Ja. Okay. Da, hast ein Haus bekommen. Sind wir nicht toll. Besuche mich morgen früh in meinem Haus. Ich habe eine sehr schicke Idee für deine Stadt. Falls du es noch nicht wusstest, du kannst jederzeit schlafen gehen, wenn du in dein Bett gehst. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Ist ja nicht so, dass wir gerade 3 Tage am Stück geschlafen haben. Geh aus meinem Haus!
Oh. Die leveln wohl durch irgendwas. Und wir haben auch Skill bekommen durch Gathering. Also es ist ähnlich wie Harvest Moon und Dingens. Dass je mehr man was von etwas macht, desto mehr Skill man auch bekommt. Und das dann wahrscheinlich irgendwelche Dinge freischaltet. Ich fühle mich selbstbewusst. Das ist schön. Ash, du machst eine gute Arbeit mit dem Wiederaufbau von Ashtown. Hier ist ein Geschenk für dich von Willow. Das ist unser Stalker. 200 Doom Drops. Das ist die Pay-to-Win-Currency. Oh nein, das ist kein Handyspiel, auch wenn es ein bisschen danach aussieht. Also ich hoffe es zumindest. Es wird einfach nur Geld sein. Ash, bist das wirklich du? Oh, du bist so gewachsen. Willow hat meinen Brief geschickt. Wann hat sie das gemacht? Willow hat meinen Brief geschickt, dass du den Kampf gegen den dunklen Zauberer gewonnen hast und überlebt hast. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht auf deinen Abenteuern. Huh? Du weißt nicht, wer ich bin? Das ist schon okay. Was wichtig ist, ist, dass die Welt jetzt wegen dir sicher ist. Vielleicht kann dieser alte Mann dir eine Hand leihen bei dem Wiederaufbau der Stadt. Dudley. Im Tarn bauen wir nur immer wieder Häuser für andere Leute. Dudley kann man nehmen. Ja. Die Motte da ist im Weg. Okay. Können wir das da irgendwie wegmachen? Ah, ich habe hier ein Loch gegraben. Warte, wir müssen nur wieder einen anheben. Auch nicht. So können wir das aber nach oben machen. Ich komme, keine Ahnung, was das Loch da soll. Elevate. Ah, es war ein Feld nach oben. Jetzt sollte es passen. Jetzt können wir Flooring, Dirt Road und das dahin machen. Wie machen wir die Dirt Road weg? Wahrscheinlich müssen wir den Gras auf den Boden setzen und wir haben kein Gras. Nee, gut. So, da, bitteschön, auch ein Haus. Ich erinnere mich an den Tag, an dem du das allererste Mal auf deine Abenteuer gegangen bist. Oh, was für ein aufregender Tag das war. Komm in mein Haus, wenn du die Chance hast. Ja gut, wir müssen erstmal zu dem anderen. Der hat Werkzeug für uns. Hey Ash, dies ist ein gemütliches Haus, das du für mich gebaut hast. Dankeschön. Jetzt haben wir Helden endlich eine Chance zum Entspannen. Crunch. Also ich hatte diese richtig coole Idee für Ashtown. Aber als ich aufgewacht bin, habe ich es vergessen. Ich denke, ich erzähl dir einfach alle lustigen Witze, die ich in der Zwischenzeit gehört habe. Nein. Schluck. Okay, bist bereit? Nein. Zwei Uga gehen in ein Geschäft. Sagt der eine zum anderen, hey, denkst du sie... Ja, Serve Human hier. Also der Witz ist, dass Serve Human heißt... Das kann man zweierlei auslegen. Einmal, dass sie auch Menschen bedienen, also dass wenn ein Mensch reinkommt, dass der auch bedient wird, oder dass man halt auch Mensch essen könnte. Rate, was der andere gesagt hat. Hey, ich habe mich gerade erinnert an die... Oh Gott, er ist schlimm. Das ist echt schlimm. Ich erinnere mich gerade an die Idee für Ashtown. Diese Stadt braucht einen Shop. Es würde bestimmt jede Menge... Wanderer anziehen. Jede neue Person könnte dir helfen, deine Erinnerung wieder zurückzubekommen. General Shop. Okay. Lumbermill und Smelter sind wohl irgendwo schon gebaut worden. Ich weiß nicht, da oben.
Aber solltest du mir nicht Werkzeug geben? Oh, genau. Ja. Du hast den Shop gebaut. Treff mich drin. Achso, jetzt kriegen wir das Werkzeug. Ach, wir dürfen es kaufen. Das ist aber lieb von dir. Dieser Shop ist perfekt. Oh yeah. Ich habe ein paar nette Werkzeuge auf Vorrat. Du kannst sie haben, wenn du magst. Diese Handschuhe sind besonders praktisch, um Pflanzen aufzusammeln. Die Pickaxe wird Steine brechen und Erze abbauen. Und die Axt kann benutzt werden, um Bäume zu fällen. Wir müssen doch nicht kaufen. Sehr gut. Geld? Wir können spenden. Nee, das machen wir später irgendwann mal vielleicht. So, und jetzt kann ich einfach so Holz hacken. Woodcutting X plus 1. Ja, okay. Sägewerk. Okay, hier kann ich die Holzplanken dann zu anderen Sachen machen. Gain 3 Rare Items. Na gut, ich teste mal. Currently under construction. Okay, ist dann morgen erst fertig. Und ich habe noch keine Quelle gefunden, wie wir neues Geld rankommen. Ich will nicht mit Willow darüber reden. Also, und hier könnten wir jetzt Steine reinschmalzen, um Steinblöcke zu bekommen oder Erz, um Metalle zu bekommen. Haben wir aber nicht. Also wir können in den gesamten Boden terraformen, wie wir wollen. Das heißt, wir können theoretisch einfach einen Weg bauen zu der Kiste da oben. Willow freakt völlig rum. Ja. Es ist schön, dass du mir Geschichten erzählen willst, aber du stehst hier im Weg. Da ist auch eine Kiste. Place dirt flooring to create stairs. Also einfach build flooring dirt. Ah. Okay. Tada! 10 grassy earths. Damit könnten wir jetzt ganz normal einen Grasboden machen. Damit können wir jetzt vielleicht oben an die Kiste. Warte mal, ein bisschen Stein abbauen kann auch nicht schaden. Ich hätte nämlich gerne noch ein Level-Up, um zu gucken, wie das da genau funktioniert. Oh, wir müssen gar nichts bauen, um ranzukommen. 10 Dreck. Yay. Können wir schon angeln? Nein. Aber es kommt garantiert, ja. Meinte auch gerade. Ich habe noch keine Angel. Aber solchen Spielen gehört das einfach dazu. Und ich denke mal, es wird sehr ähnlich sein. Also je mehr Leute wir bekommen, die werden dann auch alle irgendwie besondere Tage haben und Tagesablauf und Feierlichkeiten und all sowas. Aber es ist halt ganz putzig und wenn man noch eine Alternative braucht zu My Time in Porsche, Stardew Valley und so weiter, ist das vielleicht ganz interessant. Select Move Build in Build Mode to Move Any Object. Also ja, wir können auch Bäume einfach woanders hinstellen, wir können sie aber auch einfach abhaken. Das Holz vielleicht irgendwie verkaufen. Ich glaube, einer meiner ersten Schritte wäre auch erstmal alles hier planen zu machen. Also das da. Damit wir einfach mehr. Oh. Aham. Mehr Baufläche haben für andere Gebäude und so. Das muss wieder hoch. Dankeschön. Oh, 100 Garage Dew Drops. Ja. Also hier wird mit Tautropfen bezahlt. Das ist eine interessante Art von Währung. Kann ich aus dem Dorf raus? Nö.
eine Kiste gefüllt mit Items. Ich frag mich, was drin ist. Aber man kann nicht reingucken. Ja, es ist wohl einfach nur ein Lieferbereich, was reinkommt und vielleicht verkauft werden kann. Also reintun konnte ich nichts. Ich frag mich, ob irgendwas am Grund des Brunnens ist. Ich gehe mal schlafen, weil ich weiß gerade nicht, was ich noch so machen soll. Also ich würde gerne eine Farm aufbauen, aber wir haben kein Till-Zeug und ich weiß nicht, wo ich es herbekomme. Vielleicht hilft ein neuer Tag. Level-ups, sehr gut. Wenn ich keine Ahnung habe, was sie bringen. Drei Townfolk kennenlernen. Haben wir geschafft, ja. Hangout. Onwards. Achso, du kommst jetzt mit. Der redet immer noch das Gleiche. Oh, wir sollten noch in sein Haus gehen, stimmt. Das ist nicht sein Haus. Das da ist sein Haus. Ja, danke, dass du das Haus für mich gebaut hast, Ash. Es ist perfekt. Ich denke, ich werde viele gute Erinnerungen hier machen. Wo wir gerade von Erinnerungen sprechen, kannst du dich daran erinnern, wie man fischt? Haben wir gerade von gesprochen. Ha, ich musste wohl alles von vorne beibringen. Fishing Rod. Schon springt Dudley ihm ins Gesicht. Ja, mal gucken, wie das Fishing-System ist. Okay, 5 Hauten. Gehen wir mal. Also wir können jetzt hier einfach einen Weg runterbauen, richtig? Bild. Ne, nicht mit dem, sondern mit Floor Dirt. Oh, nur von unten, nicht von oben nach. Na, wisst ihr, was ich meine? Also nur von unten nach oben, weil die Kamera halt so ist. Von der Perspektive her. Also nein, wir können da jetzt nicht so runter. Müssen wir hier einmal rum. Habe ich erwähnt, dass es praktischer wäre, wenn alles plan wäre. Oh, hier ist übrigens das Säulzeug. Das probiere ich mal kurz. Nein, 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 nein. Dirt Road. Till-Zoll, okay. Das kann ich jetzt neben mein Haus stellen, damit wir hier jeden Tag was machen können. Ja, ich wollte eigentlich oben. Okay, wir machen einfach einen besseren Zugang nach oben. Wir fräsen das hier weg. Und dann kann man da durchgehen. Irgendwie kann ich das hier nicht wegmachen. Gut, dann heben wir halt das so an, dass wir hier rumgehen können. Sorry, Fisch. Wie in jedem Game. Ist der Fisch weg? Ich glaube, er ist weg. Ja. Mochte es nicht, dass wir seinen Kumpel planiert haben. Na gut, und jetzt müssten wir wahrscheinlich mit den ganzen NPCs nach und nach reden. Dann kriegen diese Herzchen. Könntest du auch für mich verfolgen, Dudley? Geht das irgendwie? Ich hänge aus. Ja, wir haben schon jemanden, der uns verfolgt, aber. Ich komme nicht besonders viel raus, also ist es besonders schön, deine netten Worte zu hören.
Und dadurch werden wir wahrscheinlich nach und nach irgendwelche Sachen bei denen freischalten. Ähnlich wie die Herzchen bei anderen Spielen. Dudley, wir sind in deinem Shop. Kannst du bitte hier bleiben irgendwie? Ich würde dich gerne hier lassen. Stop hanging out. Ah, okay. Okay, er sagt irgendwas von einem Käfernetz. Das heißt, wir können dann wohl die Tage auch ein Käfernetz holen, um dann hier die Dinger da einzusammeln. Und so werden wir jetzt halt nach und nach rangeführt an die ganzen anderen Sachen. Ich gehe mal stark davon aus, dass man dann später auch noch Sachen anbauen kann und das dann verkaufen. Oh. Ich schlafe aber einfach mal noch eine Nacht und gucke, ob denn was passiert. Wäre schön zu wissen, was die Level machen. Ich bin glücklich. Mal sehr positiv eingestellt. New Tree Blueprint. Slime Apple Tree. Der ist einfach so. War der schon vorher da? Das heißt, wir können jetzt einfach so Bäume bauen. Früchte, 2 von 6. Ich habe nicht genug Material. Achso, okay. Das heißt, wir haben jetzt einen so einen Slime Apple abgebaut. Und den neu angepflanzt. Und jetzt haben wir noch einen Slime Apple, könnten noch einen bauen. Und könnten dadurch jetzt so eine Art Baumplantage hier irgendwo hinstellen. Oh, Post. Lieber Ash, ich mag Slime Apple, aber nicht, wenn sie vergammelt sind. Ja, das ist eine gute Einstellung. Wenn ich einen verrotteten finde, schmeiße ich ihn normalerweise gegen Willow. Möchtest du immer mal ausprobieren? Jo. Dear Ash, ich bin so froh, hier ein gemütliches Zuhause zu haben. Danke, dass du mich hast. Also hier in der Stadt hast, nicht hast. Und Geld bekommt man anscheinend doch nicht zum Verkaufen von, also vom Verkaufen von Gegenständen, sondern einfach dadurch, dass die Leute einen mögen. Interessantes Konzept. Ein Fisch. Ja, also entweder dauert es 1-2 Sekunden und beißt da an oder halt gar nicht. Ich glaube, man kann das sonst ewig warten. Dudley hat Spaß. Ich habe mein Gesicht wiederhergestellt. Kannst du es sehen? Also er wurde gestern gebissen. Also ich habe ein paar von diesen Käfernetzen gebaut, sodass man alle diese Dragon Wasps fangen kann. Hier, du kannst einen haben. Bugnet. Jo. Also wir können sie, auch wenn das eher wie eine Fee aussieht als wie eine Wespe, aber na gut. Ja, Schmetterling. Ein Schmetterling. Oh, ist 25 wert. Null sold at Marketplace. Okay, ignoriert, was ich gesagt habe. Man muss doch nicht nett sein und Freunde haben. Man kann einfach alles auf dem Marktplatz verkaufen. Wir haben nur noch keinen Marktplatz. Gleich wieder schlafen gehen. Ja, besonders viel haben wir heute nicht geschafft. Es geht mir nur darum, mal zu sehen, ob da jetzt irgendwie noch besondere Events kommen. Und hier steht einfach nur rum. Er erzählt nur alten Schnack von Luftschiffen von früher und er redet vom Fischen. Nein, nein, ich wollte dich nicht nochmal ansprechen, sorry. Hallo Willow. Hallo Ash. Ich hoffe, du gewöhnst dir ein neues Zuhause hier in Ashtown. Nun, wo du hier bist, könnten wir anfangen, groß nachzudenken. Ich denke, unser nächster Schritt für diese Stadt sollte Geld verdienen sein. Hm. Da wird sie ja doch langsam sympathisch. In der ganzen Welt gibt es so viele Reisende und Händler, die nach netten Sachen suchen zum Kaufen. Wir müssen etwas bauen. Einen Marktplatz.
Okay. Bau. Marktplatz. Oh, der ist groß. Ich hätte den Boden, müsste den Boden eher vorbereiten für irgendwas vorher. Ja, nee. Okay, dann müssen wir zuerst. Lower Destroy. Das hier alles wegmachen. Und das. Dann quetschen wir das hier mit rein. Habe ich erwähnt, dass es praktisch wäre, wenn alles. Ich kann schon wieder nicht abbauen. Ich glaube, es gibt nur eine gewisse Anzahl an Modifikationen, die man pro Tag machen kann. So, und das da muss vorweg. Jo. Bild. Objects. Marketplace. Mach ich mal hier direkt einen Haupt. Platz ran. Und jetzt können wir hier Sachen drauflegen, die wir verkaufen wollen. Zum Beispiel einen Fisch. Oder wir hatten irgendwas, was noch viel wert ist. Nicht unser Werkzeug, nein. Hier so ein Schmetterling. Und Holz. Verkauft er jetzt ein Holz? Gott, ja. ich hoffe, das Ding kann man irgendwie später noch erweitern, dass man mehr auf einmal verkaufen kann. 3 pro Stand. Man braucht Level 60 im Merchanting zuerst. Den könnten wir 3 Balken auf einmal verkaufen. Ja gut, also am Anfang sollte man wohl die Sachen verkaufen, die am meisten wert sind. Ich gehe mal schlafen und guck mal über. Da ist ein Vogel vor meinem Haus. Hi, Bubsi. Hallo. Ich bin gerade in den Wäldern gewandert und da bin ich über diese Stadt gestolpert. Manche Leute sagen, du wärst Ash, der Held von Solomon. Ha. Ich dachte, du würdest ein bisschen heroischer aussehen. Ich bin Bubsi, der größte Koch aus Solomon und Fashion-Konnoisseur. Dieser Ort sieht danach aus, als könnte er gutes Essen und ein bisschen Fashion Sense gebrauchen. Bin mir sicher, mein bekannter Schleimpudding oder mein Bubbly Dragon Drink werden dein Townsfolk begeistern. Okay, anscheinend darf ja jeder reinstiefeln. Wir können nicht Nein sagen. Dann darfst du mal neben dem See wohnen. Direkt gegenüber vom neuen Marktplatz. Das klingt doch gut, oder? Kriegst sogar eine Dirt Road vor die Tür. Sehr schön. So, jetzt wollte ich aber eigentlich schlafen gehen, um zu gucken, ob man über Nacht die Sachen verkauft. Und wie das so funktioniert. Ja, Wasserbau. 5 Level. Marketing. Also ist vielleicht 60 doch nicht so weit weg. Post, das sieht mich gerade nicht. Ah. Das ist schön. Davon gerne mehr. Okay. Also ich habe keine Ahnung, wozu man das Geld braucht, aber haben ist toll. Ich denke, das sollte aber für den ersten Einblick auch erstmal reichen. Also wie ihr sehen könnt, es ist sehr ähnlich gewissen anderen Spielen gegenüber. Es ist putzig, man kann schön seine Stadt so aufbauen, wie man möchte. Und das scheint auch wirklich alles zu sein, also was wir hier gesehen haben. Ich denke, das wird nur dieser etwas größere Screen sein, den man dann so zurecht macht, wie man es gerne hätte.
stellt die ganzen Leute dahin, wo es dann gut aussieht, dekoriert ein bisschen rum, verkauft Krams, grindet die Skills hoch, hat dann irgendwelche Events. Ja, also es wird überschaubar sein an Content, denke ich mal. Aber falls es im Angebot ist und man solche Spiele mag, ist es vielleicht genau das Richtige. Gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.